So, meine Lieben, ich bin wieder hier in Dubai. Ich war jetzt echt lange nicht mehr hier, wobei eigentlich bin ich ja immer in Abu Dhabi. Aber jetzt sind wir nach Dubai gereist, in unsere kleine Filiale in Dubai. Da fahren wir jetzt hin. Der Pipo ist daheim geblieben, ich habe heute den Paul mitgenommen. Und der Paul wird heute drehen und der Pipo wird wahrscheinlich schneiden oder gucken wir mal, wie wir es am besten machen. Wir werden eins oder zwei Videos drehen. Was für Autos wir machen, machen wir spontan. Ja, ich habe mir Paul überlegt, was machen wir? Fahren wir einfach in die Firma, gucken, was so da ist. Und dann drehen wir einfach mal mit dem Auto. Herr Paul. So machen wir das, ja. Also, dann kommt mit. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a ex bro. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm about to ban me. Baby's yellow text. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're at the dick, six flags. Ballin' like dinky. Told her I love her, I ain't really mean that, yeah. Oh, hey, zeig dir mal was. An Ferrari schämt euch. Ein Auto für 300.000 und guck mal, was für Material hier das Dach hier ist. Das ist ja wie bei einem Zweiergolf, Alter, von 81. Ja, da gehört Leder hin oder Alcantara, aber doch nicht so ein Scheiß. This bitch is Nicky can't cop. I got four off the control. I remember. I sound dog food, no kibbles, just to get me some thrill. Remember I was really on the block like Tetris, just to get me some chill. Surfing, rock in the parking lot, my weed lighter, they like the game, blah, blah. I be on her mind like nonstop, yeah, had to cut the little thought, no tomahawk. Remember smoking blunts with my friends, the sex a couple of days, yeah, lost a lot to defend. That's the shit got me, but if they ain't been fun, just don't get fucked with sun. 4-4, I'm a zombie, this a girl, but she won. These white boys think I'm cocky. Poppin' straight like Mary Poppins. Yo, bitch, I'm like a ice. Smokin' on killer, I eat a pop. My bitch, drip like Mary Poppins. So, meine Freunde, wie ihr wisst, war ich das erste Mal 2006 in Abu Dhabi und 2010 habe ich hier mit dem Salah angefangen. Und in der Zeit von 2006 bis 2010 habe ich mit dem Salah, also wir sind jetzt hier in Dubai, aber ich zeige euch mal, es sah echt identisch aus, ja, von 2006 bis 2010, wo ich und der Salah gearbeitet haben, wie das aussah. So, das sah genauso aus wie hier, ja, also man hat echt gedacht, man ist in so einem Slum drin, ja, schaut euch das mal an, das sind lauter so Kabinen, ja, und genau in so einem Ding hatten wir praktisch eine Hebebühne drin stehen und auch die Straßen, also bei uns waren in Abu Dhabi die Straßen noch viel schlechter wie hier und dann sind halt auch die Top-Autos gekommen. Alle Luxusautos, die sind daher gefahren. Wisst ihr, wenn es in Deutschland so ein Ding hättest, ja, dann würde ja kein Mensch zu dir kommen, aber die ist halt anders, ne? Und da muss man sich anpacken. Das sind alles so Boxen, 5 auf 5 Meter, was weiß ich, hier guckt, da klopft er. Lackiererei oder irgendwas. Ja. Kann ich mal zeigen, guck mal da runter. Und das war in Abu Dhabi praktisch das Top-Ding, ne? Also jeder hat so Boxen gehabt und da gab es tausende von den Dingern. Und jetzt gehen wir weiterarbeiten, wir haben keine Zeit mehr. Komm. We'll be right back.
sind wir hier? Ja, jetzt sind wir in der Dubai Mall, gehen wir ein bisschen einkaufen, gell? Weil für die Lieben daheim müssen wir ja auch ein bisschen was einkaufen. Da freuen sie sich alle. Ist vollbracht. Wir gehen jetzt mal ein bisschen aufs Bötle. Der Paul hat sich das gewünscht, dass wir mal ein bisschen Boot fahren auf dem Meer. Also dann gehen wir jetzt auf die Palme und dann geht's dann los.